Dieses Gedicht stellt ja die Frage, was ist Liebe? Interessanterweise hat mich das ja total gecatcht. Das hat was ganz Magisches. Man taucht so ein in eine wirklich ganz persönliche Welt und das fasziniert mich daran. Man hat vorher so eine Auswahl von 80, 100 Gedichten gehabt und dann sind es dann am Ende 14 geworden. Insofern spannend, weil eine unglaubliche Bandbreite drin ist. Das war schon etwas, was uns erstens mal gleich ins Auge gesprungen ist und auch großen Spaß gemacht hat. Und mein Herz kommt zu dir, hört sich aus mehr bei mir. Unsere Welt ist sehr komplex geworden und die Problematiken, was ich immer wieder merke, dass es eigentlich immer mit uns selbst anfängt. Wir versuchen, den Kern irgendwie zu finden und das dann in unsere Welt zu transkribieren und von uns noch was sehr Eigenes da dazu zu steuern. Dass innerhalb einer kleinen Vignette einfach so viel Weisheit und so viel Kraft stecken kann. Und auch den Kuss. Ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wäre. Die Seele hilft dem Gehirn beim Erinnern. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir bei diesem Projekt hier gleich zwei Gedichter von der Mascha Kaleko dabei haben, weil das ganz sicher eine meiner absoluten Lieblingsdichterinnen ist. Drei Tropfen Herzblut weinte ich um dich. Von ihrer Röte tranken alle Rosen. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon 3:45 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Dass wir für dieses Album dann so wundervolle Künstlerinnen und Künstler gewinnen konnten, hat es zu etwas ganz Besonderem gemacht. Wir finden das bisher eine ganz tolle Zusammenarbeit und wir freuen uns drauf. Dieses Projekt jetzt steht ganz solitär für sich. Und das ist ein einziges Feuerwerk. Was ist Liebe?